Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute mit dem 2012er Mini John Cooper Works GP. Diesen Wagen werde ich euch heute präsentieren. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und uns auch das Tuning selbstverständlich anschauen. Der 2021er Mini John Cooper Works wird ja heute ins Spiel kommen und deswegen dachte ich mir, komm, wir gucken uns doch mal den etwas älteren an, um so eine grobe Idee zu bekommen, was uns denn erwarten wird, welches Kaliber von Hatchback wir denn hier vor uns haben. Erstmal, rein optisch betrachtet, sieht man, denke ich, schon an sehr, sehr vielen Ecken, dass das hier kein normaler Mini ist, dass dieser Wagen hier wirklich, ja, es ernst meint. Das kann man ganz klar sagen. Also der meint es wirklich, wirklich ernst in seiner Performance. Wir sehen hier einen sehr, sehr markanten Dachspoiler auf jeden Fall. Wir sehen auch hier so einen kleinen Diffusor zumindest. Also das ist nicht unbedingt ein normaler Mini, klar zu erkennen. Setzen uns mal rein hier in den Wagen und sehen ein Interieur, von dem ich ehrlicherweise kein Fan bin. Ja, es ist klassisch Mini, glaube ich. Diese sehr runden, diese kreisförmigen Anzeigen, die sind aber meiner Meinung nach wirklich nicht schön. Also ich finde den Rest vom Interieur tatsächlich sehr, sehr geil gelungen. Nur eben der Drehzahlmesser und der Tacho sind zum einen dramatisch zu groß, zum anderen unförmig. Aber ja, gut, damit muss man halt klarkommen, wenn man dieses Auto hier besitzt, hat man, denke ich, sowieso andere Freuden. Ich würde sagen, wir starten ihn mal. Ja, und eine große Freude hören wir doch, glaube ich, hier an der Stelle schon mal. Erstmal kommen wir allerdings zum Namen des Fahrzeugs. John Cooper Works GP oder auch zu Deutsch Johann Kupfer arbeitet großer Preis. Was allerdings jetzt in dem Fall relativ wenig mit dem Namen zu tun hat. John Cooper war ein Rennfahrer und Ingenieur. Und er war unter anderem auch der Gründer von einem Formel-1-Team, welches das erste Formel-1-Team war mit einem Mittelmotorkonzept. Also daher kennt man den Namen eventuell auch. Und GP, das ist, denke ich, relativ selbsterklärend. Grand Prix, großer Preis. Wir haben unter der Haube einen 1,6 Liter 4-Zylinder Turbomotor, welcher dann 218 PS ausspuckt, sowie 260 Newtonmeter Drehmoment. Mit Overboost kommt er dann auch kurzzeitig auf 280 Newtonmeter, die wir hier im Spiel, also dieser Overboost ist hier im Spiel dauerhaft aktiv. Wir haben hier dauerhaft die 280 Newtonmeter als maximales Drehmoment, also nicht dauerhaft 280 Newtonmeter anliegen, aber als maximales Drehmoment eben haben wir hier die 280 Newtonmeter. Das Leergewicht beläuft sich auf 1,16 Tonnen. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 6,3 Sekunden. Die Topspeed ist bei 242 km/h erreicht. Preislich lag der Wagen bei etwa 36.800 Euro, was für ein Mini zwar viel klingt. Allerdings muss man bedenken, dass dieser Wagen hier streng limitiert war. Es gab nur 2.000 Stück davon. Ich habe 3 davon. Und das ist, finde ich, erstmal eine Sache, die den Wagen für mich auch nochmal so auf ein anderes Level gehoben hat, muss ich sagen, weil das wusste ich vorher nicht, dass es nur 2.000 Stück davon gab. Und das macht den nochmal, finde ich, ein gutes Stück besonderer. Das auf jeden Fall. Deswegen bin ich da nochmal, ja, sehr, sehr froh drum, definitiv, dass wir ihn hier im Spiel haben. Dieser Wagen hat natürlich im Gegensatz zum normalen Cooper S einige Verbesserungen. Sehr, sehr viele Verbesserungen. Wir haben beispielsweise andere Schürzen vorne und hinten. Wir haben neue Seitenschwelle an diesem Wagen. Wir haben den Dachspoiler eben. Wir haben den kleinen Diffuser. Wir haben für dieses Modell exklusive 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Wir haben ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Gut, das hebt ihn jetzt nicht unbedingt ab vom Cooper S, der hatte das auch, aber wir haben auf jeden Fall ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Und wir haben insgesamt 6% weniger Luftwiderstand als beim Cooper S eben. Und das sind halt doch schon, finde ich, ja, einige sehr krasse Änderungen definitiv. Also, ich meine, man muss bedenken, wir reden hier von einem Mini nach wie vor. Wir sind hier nicht bei einem, ja, bei einem Golf oder so, sondern wir sind bei einem Mini Cooper. Und dass wir da hier wirklich so eine Trackmaschine haben, das ist wirklich krass. Also das ist echt eine ordentliche Nummer. Ich meine, ja, in der Leistung haben wir ein bisschen das Nachsehen den anderen gegenüber. Das sehen wir auch hier jetzt gerade in dem Rennen sehr gut, finde ich. Dass wir in den Kurven schneller sind, auf der Geraden sehen wir halt kein Land. Da haben wir halt einfach nur 218 PS. Das ist halt sehr, sehr wenig. Das Leistungsgewicht wiederum ist sehr, sehr gut. Das definitiv. Gegen das Leistungsgewicht an sich kann man da wenig sagen.
Allerdings hilft dir halt oben raus gutes Leistungsgewicht auch relativ wenig. Da geht dir halt einfach die Power irgendwann aus und dann geht da nicht mehr so viel voran. Also das ist da halt an der Stelle so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Aber ja, insgesamt macht ihr trotzdem Spaß zu fahren, das definitiv. Obwohl wir jetzt hier eben nicht an die anderen Javatare hier eben rankommen, liegt das Ganze aber wahrscheinlich halt auch einfach daran, zum einen, weil ich gerade echt nicht gut war. Und zum anderen, weil ich auch eine Strecke genommen habe, auf der die Kurvenspeed jetzt nicht unbedingt der Faktor ist, der über eine gute Runde entscheidet oder nicht. Also da, ja, wäre eine andere Strecke vielleicht ein bisschen besser gewesen für den Wagen, könnte man sagen. Aber ja, wir kommen trotzdem ganz akzeptabel mit, sagen wir mal. Wir sind zwar langsamer als die Kollegen vor uns, aber ja, das sind halt dann auch, wie gesagt, allein leistungstechnisch Fahrzeuge auf einer anderen Liga, definitiv. Mal in eine ganz wilde Lücke hier rein. Ja, komm, kriegen wir den Civic noch? Top 6 wäre geil. Top 6 wäre geil, wenn wir das erreichen könnten. Wir sind halt volles Rohr im Windschatten. Ja. Haben wir. Nice. Jetzt halten. Jo, wie hoch der Civic einfach dreht. Dreht und dreht und dreht und dreht. Und irgendwann schaltet er dann auch. Dauert aber ein gutes Stück. Ja, okay, immerhin P6. Immerhin die vordere Hälfte. Das ist doch eine immerhin akzeptable Sache. Ja, wie gesagt, ist halt jetzt auch ein anderes Fahrzeug. Ich meine, wann bin ich das letzte Mal ein Hatchback gefahren in Forza Horizon? Der letzte Frontantrieb, den ich gefahren bin, war der Oldsmobile. Und der hat leicht andere Charakteristiken als der Mini hier, kann man sagen. Ja, aber trotzdem. Insgesamt auf jeden Fall ein Wagen, der Spaß macht zu fahren. Aber ist er auch schnell? Das ist natürlich die Frage, die wir klären wollen. Deswegen werden wir den Mini Cooper, John Cooper Works GP jetzt über die Teststrecke fahren und uns anschauen, wie er dort so dasteht. Und damit steht der Mini John Cooper Works GT an der Startlinie. Und es ist nicht der GT, sondern der GP. Kann man an der Stelle mal kurz verwechseln. Ein GT ist dieser Wagen hier nicht unbedingt. Fährt auf jeden Fall los, kommt auch in unter 7 Sekunden von 0 auf 100. Nicht so schnell wie in der Realität, aber ja, Realität, ne, wissen wir auch, absolute Idealbedingungen. Nicht unbedingt eine Kurve, die er dann fahren muss im initialen Sprint. Deswegen, dahin geht natürlich schon mal ein leichter Unterschied. Ich muss tatsächlich jetzt insgesamt sagen, dass der Mini hier mich in seiner Fahrdynamik allgemein nicht hundertprozentig überzeugt, tatsächlich. Also, er ist da tatsächlich nicht so agil, wie ich mir das vorgestellt habe. Er ist tatsächlich dann doch ein bisschen untersteuernder, als ich das ursprünglich eigentlich erwartet hatte. Ich meine, es ist ein frontangetriebenes Fahrzeug, das da mehr vorangeht als um die Kurve, ist eigentlich nur logisch. Aber ich finde halt trotzdem, dass er da nicht unbedingt wirklich, ja, die Qualitäten beweist, die ich von dem Wagen erwarten würde in der Kurve. Also, er ist stark, das auf jeden Fall. Im Verhältnis zu den anderen Hatchbacks ist er allerdings jetzt nicht überragend. Und deswegen, ja, würde da wahrscheinlich auch nicht so unfassbar stark absteigen, weil halt einfach auf der Geraden dann wiederum die Leistung fehlt, um da eventuell was auszugleichen. Aber insgesamt auf jeden Fall, wie gesagt, er fährt sich ordentlich. Nur meine Erwartungshaltung war halt ein bisschen höher. Vielleicht ist meine Erwartungshaltung aber auch schon auf den 2021er John Cooper Works vorbereitet, den wir dann ja morgen ausfahren werden in der Folge. Gehe ich mal davon aus, dass ich das schaffe. Und ja, vielleicht werden da dann meine Erwartungen erfüllt. Das könnte natürlich sehr, sehr gut sein. Ich meine, man muss halt auch bedenken, der Wagen ist mittlerweile 10 Jahre alt, was irgendwie verwirrend ist, wenn ich bedenke, dass es eine Zeit gab, da war der Wagen modern für mich und jetzt sind da mittlerweile 10 Jahre dazwischen, aber hey, ich komme damit klar, dass ich älter werde, auf jeden Fall. Deswegen muss man ihn vielleicht da doch auch einfach ein bisschen anders vergleichen, aber ja, gerade hier, also er geht nicht wirklich so schön um die Engkurven rum, kann ich sagen, und gerade da hätte ich eigentlich so die größte Stärke mit unter vermutet. Das ist, das würde ich einfach mal so als Urteil eventuell mal da lassen. Auf der Bremse gefällt er mir tatsächlich sehr gut, also da habe ich keine Probleme. Er ist auch beim Bremsen tatsächlich ein bisschen mit dem Heck am Mitlenken, das finde ich auch ordentlich.
Und ja, hier kommen wir jetzt dann halt auch sehr schön um die Kurven rum mit 200. Also ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu hart mit dem Wagen. Aber wie gesagt, ich habe halt meine Erwartungshaltung und wenn die nicht erfüllt wird, dann teile ich das halt mit. Ne? Also ist ja ganz klar. Kommt dann mit 211 km/h über die Ziellinie und ersetzt damit eine Zeit von 2 Minuten 56, 112 und ist damit langsamer als der Nissan Skyline R32 tatsächlich. Und ja, ich denke mal, das untermalt einfach so ein bisschen nochmal meine These, die ich zu dem Wagen aufgestellt habe, dass er halt nicht so gut ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich meine, ihm fehlt halt die Leistung einfach. Sagen wir es, wie es ist. Ihm fehlt zum einen ganz eindeutig die Leistung, um hier eine gute Zeit zu setzen. Das ist auf der Teststrecke einfach relevant, auf allen Ebenen definitiv. Aber wir haben halt auch schon sehr viele Fahrzeuge gesehen, die nicht so viel Leistung hatten, die das durch eine geile Kurvenspeed zumindest ein bisschen ausgleichen konnten, weil sie einfach mehr Speed durch die Kurven hätten mitgehen können. Und auch das war hier halt bei Mini einfach überhaupt nicht der Fall. Deswegen, ja, für mich persönlich tatsächlich eine sehr enttäuschende Zeit, muss ich wirklich sagen. Allerdings zeigt das nur, dass Potenzial nach oben auf jeden Fall da ist, dass sehr viel Luft nach oben da ist. Und deswegen gehen wir mal direkt zum Tuning über und ja, gehen in dieses Potenzial mal rein, hoffentlich. Ich würde gerne bei Frontantrieb bleiben mit dem Wagen. Wir könnten einen Turbo-Ready-Motor natürlich einbauen, aber nein. Genau, wir könnten ihn auf Heckantrieb oder Allrad wechseln. Allrad wäre natürlich smart, aber wir fahren in Mini kein Smart und deswegen bleiben wir bei Frontantrieb. Nee, ich würde wirklich gerne probieren, ihn mit Frontantrieb einfach schön hinzukriegen. Dann, ja, Aerodynamik könnten wir natürlich machen, aber das sieht bescheuert aus. Dann Reifen. So, wir haben... Ja, okay, das könnte halt schon mal ein Faktor sein, warum er nicht so geil abgeschnitten hat. Einfach, ja, gut, wenn er halt nicht mal Straßenreifen hat und die Straßenreifen schon ihm 15 Li dazugeben, dann erklärt das vielleicht, warum er nicht so viel Grip hatte. Das könnte durchaus sein. Wir machen mal nur die Straßenreifen drauf. Ich glaube, das könnte reichen. 235er vorne und hinten ziehen wir drauf. Die Felgen sind, finde ich, so ein bisschen ikonisch fast schon zu einem Wagen, die... Lassen wir mal drauf. Wir können da 19 Zoll Felgen draus machen. Und das sieht einfach aus, als wären es 21 Zoll Felgen auf dem Ding. Genial. Alright, dann Kupplung. Nehmen wir mal eine Straßenkupplung mit. Und ein schönes Renngetriebe trotzdem dann. Wir machen jetzt nicht so den extremsten Aufbau mit dem Ding, würde ich sagen. Bremsen. Ja, nehmen wir die Rennbremse mal mit auf jeden Fall. So wie das Rennfahrwerk. Er hat ein Sportfahrwerk drin. Okay, krass. Damit hätte ich nicht gerechnet. Stabis selbstverständlich noch mit rein. Gewicht könnten wir nochmal rausnehmen, könnten ihn auf unter eine Tonne bringen. Ja, der hat halt super viel Gewicht vorne. Es ist halt alles vorne bei dem Wagen. Ich denke mal, er wird nicht mal eine Transaxle-Bauweise haben. Also, dass wir ja hinten das Getriebe haben. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Wir nehmen mal ein bisschen Gewicht raus auf unter 1,1 Tonnen, würde ich sagen. Sound. Oh ja, nehmen wir. Nehmen wir doch mal einen Rennauspuff und leistungstechnisch würde ich es auf 280 PS hochgehen. Ich glaube, wir brauchen Leistung. Ja, guck mal, Punktlandung. 280 PS, 340 Newtonmeter auf knapp über eine Tonne. Ich glaube, damit stehen wir jetzt doch schon mal ein bisschen besser da insgesamt, oder? Also, das klingt doch an sich schon mal sehr... sehr ordentlich insgesamt. Wir gucken uns mal nach Designs um. Lackierung hat er nur die. Das auf jeden Fall. Deswegen schauen wir mal nach ein paar Designs. Black and Pink. Ja, oh, hier. Quajutsu. Green Ninja. Auch cool. Orange. Ja, hier das normale Standarddesign. Verstehe nicht, warum man sowas hochlädt. Das ist cool, finde ich. Mit der Union Jack. Das hat was. Oder? Also, das ist halt auch geil, aber weiß ich nicht, das fühle ich irgendwie. Das hat schon sehr viel Cooles. Ich meine, wir werden das Standarddesign sowieso auf dem Nachfolgermodell dann fahren. Das unterscheidet sich ja nicht großartig.
Ah ja, doch. Das ist cool gemacht. Das nehmen wir doch. Das nehmen wir. Nummer 43 und Monster Energy natürlich eine Anspielung an Ken Block. Selbstverständlich. Und ich glaube, mit dem Mini können wir auch mal ein paar Stadtkurse fahren. Ich glaube, das sollte er ganz gut können. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich glaube, wir haben jetzt gute Karten mit einem starken Aufbau insgesamt dazustehen. Ich denke mal, er wird allgemein jetzt schon mal ein gutes Stück besser sein. In allen Bereichen. Zumindest halt auch in allen richtigen, in allen wichtigen Bereichen. Ja, Bremse ist halt so ein Thema. Bremse können wir vielleicht schon mal ein bisschen nach hinten stellen. Weil ihr wisst, bei leichten... Ja, genau, Bremsdruck erhöhen, richtig. Nee, hier wollte ich hin. Bei leichten Fahrzeugen muss man sehr sensibel auf der Bremse sein in Forza Horizon 5. Der Mini ist da, hatte mir gerade schon signalisiert, keine Ausnahme. Aber ja, wir fahren jetzt einfach mal ein paar Stadtkurse, weil da sehe ich den Wagen halt auf jeden Fall, dass er da am besten performen sollte eigentlich. Was er halt serienmäßig nicht unbedingt macht. Das ist halt... Ist halt schade, aber deswegen sind wir ja hier mit der Möglichkeit des Tunings. Also... Das bringt ja dann an der Stelle schon mal sehr, sehr viel, kann man sagen. Vielleicht fahre ich den Mini auch irgendwann mal in CVR. Ich habe auf jeden Fall vor, den frontangetriebenen Wagen in CVR mal zu fahren. Ich hatte da aber eher an den Civic gedacht, an den Civic Type R, den aktuelleren. Alles gut, der Herr? Ist, also, kann man ihn... Sind sie... Also, kann man... hat irgendjemand den Alkoholtest? Oder, das... Ja, okay, sie haben geparkt. Wir akzeptieren das einfach mal, dass sie geparkt haben. Und... Lassen sie in Frieden. So. Was auch immer. Es ist halt so... was ich halt mag an den Minis, ist halt jetzt der Mini hier noch nicht, glaube ich. Aber ich glaube, der 2021er dürfte es noch haben. Die Union Jack in den Rückleuchten. Also Union Jack, vielleicht wer es nicht weiß, ist ja die britische Flagge, der Name der britischen Flagge. Und die Nachfolgegeneration von dem hier hat das eben in den Rückleuchten drin. Kann ich vielleicht gleich nach dem Rennen zeigen am Countryman. Weil ich glaube, das Cabrio... Ich weiß gerade nicht, ob es der Countryman hat. Ich glaube halt, das Cabrio haben wir gar nicht mehr im Spiel. Vom Mini. Vielleicht haben wir es sogar gar nicht mehr. Aber der John Cooper Works dürfte das dann haben wieder, der 2021er. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ja, guck mal, können ja auf jeden Fall auf der Geraden schon mal ein gutes Stück besser mitgehen. Aber wir wollen ja eine gute Kurvenlage haben. Es ist ein Mini am Ende des Tages. Und da geht er doch schon immer noch gut rum. Aber er soll besser rumgehen. Gott. Der Sound vom Mini ist aber echt leise. Also wir haben hier die Rennauspuffanlage drin. Und der ist trotzdem extrem leise. Also... Keine Ahnung, irgendwas an der, am Regler wieder verkackt von Seiten Player und Games, könnte ich mir vorstellen. Das hatten wir in Horizon 4 häufiger mal, dass die Lautstärke von den Sounds einfach nicht gepasst hat. Scheint hier wohl wieder der Fall zu sein, beim Mini zumindest. Wie gesagt, der müsste doch eigentlich lauter sein. Oh, come on. Am Fiesta vorbei. Nice. Und den Fokus mal anschieben. Sehr gut. Hier die Ford-Dominanz ein bisschen stoppen. Aber ja, also er fährt sich jetzt auf jeden Fall schon mal wirklich gut. Das kann man ganz klar sagen. Wir werden so ein paar Sachen anpassen. Den ersten, zweiten Gang auf jeden Fall. Weil wenn ich eine Sache in einem frontangetriebenen Fahrzeug nicht haben möchte, dann ist es Wheelspin. Das sollte bitte nicht passieren. Egal wie. Weil dann geht's halt geradeaus, wenn du. Wenn du hinten halt. Also wenn du den Heckantrieb fährst und du hast Wheelspin, dann
kriegst du den Wagen halt noch irgendwie abgefangen. Bei einem Frontantrieb geht's halt gerade. Also, deswegen, das möchtest du da auf gar keinen Fall haben. Aber ja, Fahrweg auch noch mal so ein bisschen zumindest. Ein bisschen ruhiger soll das sein, weil. Ja, also, wir wollen aggressiveres Einlenkverhalten haben, wir wollen aber auch, dass er ein bisschen ruhiger dann in den Kurven wird. Da gefällt er mir halt echt noch nicht gut. Also noch nicht so gut, wie ich ihn haben möchte. Meine Erwartungshaltung ist halt einfach sehr hoch an das Ding. Das definitiv. Und ich habe jetzt gerade einfach nur zu spät gebremst. Da kann das Auto nichts dafür. Das war ein Problem auf fahrertechnischer Seite. Da werden wir auch an den MG nicht mehr rankommen. Ich meine, man muss sich halt auch ein bisschen auf den Deal hier von dem Wagen einfach einlassen. Der ist halt ein bisschen eigen. Ich glaube, ich muss tatsächlich auch ein bisschen damit arbeiten, ihn eventuell ein bisschen mehr mit dem Heck arbeiten zu lassen. Könnte sein. Ja, das reicht nicht. Oh, das reicht vielleicht doch. Fotofinish, aber ich glaube, es hat nicht gereicht. Oder? Nee, schade. Aber knapp war es, oder? Also das war jetzt super knapp. Ja, 200. Krass, okay. Aber wir gehen in die richtige Richtung mit dem Mini auf jeden Fall. Wenn wir bedenken, mit dem Serienrennen waren wir mit sehr viel Glück gerade mal 6. Und jetzt waren wir der Schnellste im Feld. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber wir lassen mal Reifendruck erstmal ein bisschen raus. Getriebe, ersten, zweiten Gang ein bisschen länger. Und den Rest passen wir dann mal so ein bisschen an. Perfekt. Ja, ganz so viel Sturz brauchst du jetzt nicht, vor allem hinten nicht. Darf ich es machen wir vorne mal weicher für ein bisschen weniger untersteuern, genauso wie wir die Federn vorne noch ein bisschen weicher machen. Und die Dämpfer ebenfalls vorne, hinten jetzt nicht unbedingt. Ja, und Differential 20-0 gehen wir mal. Mal schauen, ob das in irgendeiner Form funktioniert. Und da fahren wir das drin. Ja, wobei. Nee, das fahren wir nicht. Das fahren wir nicht. Fahren wir das hier. Den Sprint sind wir, glaube ich, lange nicht mehr gefahren. Okay, wir haben Grip im zweiten Gang. Perfekt. Das ist schon mal ein sehr, sehr großes Problem, was wir behoben haben jetzt. Weil ansonsten jetzt halt im dritten, sonst sind wir gerade halt jetzt echt das ein oder andere Mal im dritten Gang gefahren. Weil ich im zweiten sonst Respring gehabt hätte. Und wenn wir das alleine behoben haben, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ja, zählt das Burnout, würde ich sagen. Ich wollte testen, ob es geht. Und wie wir sehen, es geht. Guck mal, genauso viel Leistung wie ein NSX und mehr Drehmoment. Muss besser sein. Ist wahrscheinlich auch schneller als der NSX, gehe ich mal davon aus. Zumindest halt als der serienmäßige NSX. Aber ja, ich fahre sowieso tatsächlich, muss ich sagen, im LP sehr, sehr wenige Hatchbacks. Also den Megane sind wir ja gefahren, den Golf und den Mini jetzt eben und morgen halt den anderen Mini. Aber das war es, glaube ich, an sich sonst. Ich mag die Fahrzeuge mittlerweile natürlich deutlich mehr, das ist ganz klar. Es ist aber halt immer noch nicht meine. Es gehört immer noch nicht zu meinen Lieblingsfahrzeugklassen. Also ich finde die Autos schon cool, das definitiv. Aber ganz oben sind sie jetzt halt auch nicht unbedingt. Das kann man ganz klar so sagen. Aber ich meine, gerade hier in solchen. In solchen Stadtkursen. Ist das schon ganz nice eigentlich, diese Fahrzeuge hier zu fahren. Durch CVR weiß ich auch mittlerweile ein bisschen, wie die Straßen hier gehen. Auch das ist ja so ein bisschen ein Faktor immer gewesen, warum die Stadtkurse ein bisschen schwierig waren am Anfang vom Spiel, weil ich halt die Straßen einfach nicht kannte. Das ist ja durch CVR jetzt ein bisschen angenehmer für mich. Fahren jetzt hier ganz am Osten Richtung Stadion, fahren dann auch gleich durchs Stadion, glaube ich, und dann zur südlichsten Straße runter.
Ja, okay, das ist jetzt sehr viel schöner, wie der Wagen hier um die Kurven geht und raus beschleunigt vor allem. Das ist sehr viel schöner als gerade. Deutlich ruhiger alles. Von Kurveneingang bis Kurvenausgang. Ja, hier konnten wir jetzt ein bisschen das Heck verwenden, um mit einzulenken. Wenn man weiß, wie das geht, dann ist das nice. Wenn man es nicht weiß, ist es ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Wenn ihr da auf einmal das Heck dann kommt. In einem Mini. Aber wie gesagt, wenn man weiß, wie man es verwenden kann, dann ist das schon sehr, sehr cool. Und ich glaube, sieht auch dann sehr interessant aus. Könnte ich mir vorstellen. Das war jetzt nicht so gut. Ich versuche da ein bisschen zu sehr ans Limit zu pushen. Das ist halt auch noch so ein Problem. Beziehungsweise ich pushe ihn halt übers Limit raus. Das sollte halt nicht passieren. Oh, jetzt hier in die Sperrstraße rein. Und da kommen wir mit Schwung am Audi vorbei. Nice. Sehr cool. Das hat immer noch ein bisschen untersteuernd. Jetzt hier leider ein bisschen Lockup gehabt. Haha, der Audi aber auch, scheinbar. Ich weiß nicht, warum er sonst in die Wand gerade gefahren ist. Manchmal haben Gyvatare ja Lockup. Das kann ja durchaus passieren. Auch ein Gyvatar macht Fehler. Kann man so sagen. Aber ja, also, er gefällt mir schon ganz gut. Wie gesagt, gerade dieses zu stark bremsen beabsichtigt, um nochmal aggressiver um die Kurve zu gehen, ist ein unfassbar geiler Aspekt, wie ich finde, an dem Auto. Und auch ansonsten gefällt er mir mega gut. Ich bin sehr gespannt auf den Nachfolger vom John Cooper Works, den wir uns dann morgen in der Folge anschauen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr dort auch wieder einschalten werdet. Ich würde sagen, das war's dann mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!